Vorzeit. Es gibt zahllose Beispiele auf unserem Erdball für unglaubliche Bauwerke, Höhlen, Megalithen, Sarkophage und Kunstwerke. Mit heutiger Wissenschaft und Technik sind sie nicht zu erklären. Ich denke, in allen Ländern gibt es Beispiele. Wie konnten unsere Vorfahren diese Taten vollbringen? Hatten sie außerirdische Hilfe? Hatten sie unbekannte Maschinen? Hatten sie uns heute verloren gegangene Techniken? Wie konnte die Sphinx und andere Figuren so symmetrisch und perfekt aus dem härtesten Granit geformt werden? Wie konnten Pyramiden entstehen? Wie konnten Höhlen tief in den Granit hineingetrieben werden, wobei man in ihnen noch nicht einmal Werkzeuge ansetzen und verwenden konnte, da es drinnen viel zu eng war? Man fand gelegentlich die Steinoberfläche sogar abgeschmolzen vor. Drei Boxes Fakt: Granit wurde nicht nur leicht, sondern gleichzeitig auch weich. Jetztzeit. Aus der Jetztzeit kenne ich persönlich nur das Beispiel von Edward Litzkalnin mit dem Coral Castle in Florida. Ich habe bereits mehrfach über ihn berichtet. Er starb kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. In Ägypten hat er ganz alleine das notwendige Grundlagenwissen erkannt. Wo er seine ersten Experimente machte, kann ich nicht ganz sicher sagen. In Florida baute er alleine ein Granitkastel und formte dabei auch den Granit mühelos ohne Maschinen. Ob es in den letzten 1000 Jahren weitere Beispiele gibt, entzieht sich meiner derzeitigen Kenntnis. Denkbar wären die Antwort ja oder nein. Für beides könnte man argumentieren. Drei Boxes Fakt: Edward Litzkalnin konnte Granit schwerelos und weich machen. Schwerkrafttheorie. Um eine Schwerelosigkeit bzw. Schwerereduzierung zu erreichen, ist es notwendig, die Schwerkraft bzw. das, was wir darunter verstehen, richtig zu erkennen. Die Wirkung muss auf einem Naturgesetz basieren, welches gleichzeitig Schwere und Härte bzw. Zusammenhalt gewährleistet. Da unsere Wissenschaft und Erkenntnisse der göttlichen Gesetze mangelhaft sind, muss erst hier Denkleistung investiert werden, um die wahre Erkenntnis zu erreichen. Es ist anzunehmen, dass Menschen vor vielen Tausenden von Jahren andere wissenschaftliche Grundlagen kannten, welche zutreffender sind als unsere heutige Theorie von sich gegenseitig anziehenden Kräften. Dieses Wissen ist in Ägypten noch heute sichtbar, da Edward Litzkalnin es dort fand. Drei Boxes Fakt: Unser Allgemeinwissen ist an entscheidenden Stellen fehlerhaft. Theoretische Grundlagen. Wenn du weißt, wie die Schwerkraft wirkt, hast du schon halb gewonnen. Denn nun musst du diese Kraft nur umdrehen oder die Wirkung verhindern. So entsteht Antigravitation. Schwerkraft und Antigravitation wirken in der senkrechten Richtung. Hier muss also angesetzt werden. Sieht man sich die vielen uralten Abbildungen in Ägypten intensiv an, so wie es Edward Litzkalnin tat, so kann man sehr viel erkennen. Das habe auch ich jahrelang immer wieder getan und diverse Grundlagen erkannt. Drei Boxes Fakt: Man muss sich auf die senkrechte Wirkungsrichtung konzentrieren. Anwendungsvoraussetzungen. Ein Geschenk für meine Gäste. Drei Boxes besitzt in jeder Box mehrere Inhalte. Einer ist das Dreiachsenkreuz. Kräfte wirken aus drei Hauptrichtungen. Würden wir einen ruhenden Gegenstand im Weltall ansehen, dann ruht er in allen drei Richtungen. Auf der Erde ruht ein Gegenstand nur in zwei Richtungen, nämlich rechts-links und vorn-hinten. In Richtung oben-unten ruht er nur scheinbar, da der Gegenstand aufliegt oder hängt. Auf der Erde wirkt also eine Kraft, welche so im Weltall nicht wirkt. Drei Boxes Fakt: Zwischen Weltall und Erdkugel herrschen unterschiedliche Voraussetzungen. Anwendungsexperimente. Wurde die theoretische Grundlage erkannt, muss sie durch Experimente verfeinert
und bestätigt werden. Des Weiteren muss die Wirkungsausbeute verbessert werden und Erfahrungen in der Handhabung gesammelt werden. Hier benötigt man zwingend ein Grundstück, welches die notwendigen Voraussetzungen bietet und diskret liegt. Zu Hause im Keller können keine Granitblöcke gehandhabt werden. Zu Hause im Keller kann die notwendige Kraft nicht angereichert werden. 3 Boxes Fakt: Bereits die Anwendungsexperimente sind mit hohem zeitlichem und finanziellen Aufwand verbunden. Anwendung. Die Anwendung ist vor den Augen von Zuschauern zu verbergen, wie es Edward getan hatte. Muss man Granit weite Strecken transportieren und mit vielen Menschen aus einem Steinbruch heraustrennen, ist es mit der Verborgenheit schnell vorbei. Welche Anwendungen sind möglich? Transport durch fast schwerelosem Zustand, Formen von Granit ohne Maschinen, Edelsteinentnahme aus Felsen und Granit, welcher spielend leicht aufgetrennt werden kann, Megalithen auftürmen bzw. aufstellen, Bau von Granitgebäuden mit geringem Aufwand und viele weitere. 3 Boxes Fakt: Anwendungen gibt es viele, unsere Welt wäre nicht mehr dieselbige. Begleiterscheinung. Bohren und Formen des Gesteins ist in höchster Perfektion ohne großem Aufwand möglich. Achtung, hinhören. Setzt man einen Granitfelsen, der leicht und weich ist, auf einen anderen oben auf und lässt die Krafteinwirkung auf normal zurück, dann wird durch das zuerst zurückkehrende Gewicht der Spalt zwischen den Blöcken auf Null gedrückt. So entstanden die perfekt angepassten Granitblockfugen, wo keine Rasierklinge mehr dazwischen passt. Danke für das Aufpassen. 3 Boxes Fakt: Diese Beschreibung zur Entstehung der Fugenlosigkeit gibt es nur bei mir und ich habe diese erstmalig Ihnen, meine lieben Zuhörer, zur Kenntnis gegeben. Gefahren. Die Gefahren dieser Technik für unsere Zivilisation und im Aussehen unseres heutigen Zusammenlebens sind immens und müssen Beachtung finden. Bei all den Vorteilen sei erwähnt, dass frühere Vorzeitkulturen vollkommen verschwunden sind. Die Wahrheit, auf der Physik, Chemie und Biologie im Universum aufbaut und die daraus entstehenden Möglichkeiten, bieten auch die Möglichkeit zur Vernichtung der Zivilisation. Denn der Mensch ist dem Mensch selbst sein größter Feind. Jedoch könnten die Erdbewohner mit dem Wissen um die Antigravitation spielend leicht den Erdball verlassen und fast ohne Energieaufwand alle Strecken zurücklegen. Es können Hügel und Täler, Berge und Seen erzeugt werden, was auch definitiv gemacht wurde. Hier werde ich eventuell mal ein eigenes Video machen. Auf unserer Erde geschah in Vorzeiten so viel Unvorstellbares. Aber auch schwerste Erkrankungen sind möglich, da die Manipulation der uns umgebenden Energie schwere gesundheitliche Schäden verursachen kann. Bis hin zu Mischwesen, wie es ja bei den Ägyptern vor einigen Tausenden von Jahren der Fall war. Und Edward Liezkalnin starb früh und hatte immer schwere Lungenprobleme. 3 Boxes Fakt: Nur die unbekannte Energie bzw. Kraft zu nutzen ist nicht ratsam. Man muss auch die extrem hohen Gefahren kennen. Gewollt oder verhindert. Es stellt sich nun die Frage, ob die Anwendung von den Mächtigen der Welt gefördert oder verhindert wird. Dabei denken diese wohl in erster Linie eher an sich als an die Zukunft der Erde und Menschheit. Wird eines Tages die Menschheit die Erde verlassen, dann geht das nur auf Basis der allumfassenden Wahrheit. Nur so kann man sich im Weltall behaupten. Andererseits muss man nicht jeden Menschen mit der Wahrheit in eventuell unnötige Ängste stürzen. Ist die Technik heute noch bekannt? Mit dieser Technologie ist leider viel Sabotage möglich und das soll man nicht fördern. Könnten wir unsere Welt so umgestalten, dass niemand mehr auf den Gedanken von Sabotage kommt? Haben Hintergrundmächte das Wissen und verstecken es? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Denkbar wäre ein Ja oder ein Nein. 3 Boxes Fakt: Die Nachteile
sind in unserer egoistischen Zivilisation so hoch, dass diese Technologie wohl nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden kann. Ausblick und Konflikt. Es kann sein, dass bereits an der Technologie zur Manipulation der Schwerkraft gearbeitet wird. Das müsste dann aber im streng Geheimen stattfinden. Anwendungen sehe ich derzeit noch keine, wenn ich aufmerksam das Weltgeschehen betrachte. Immer noch wird stümperhaft versucht, mit Explosionskraft Raketen ins All zu schießen. Immer noch werden Minen mit Sprengkraft betrieben, Granit mit mächtigen Kränen und schweren Maschinen bearbeitet und geologischen Strukturen steht der Mensch kraftlos gegenüber. Aber auf der Gefahrenseite ist dafür Ruhe, denn solange der Mensch dem Mensch sein größter Feind ist, solange sollte diese Technologie nicht in die Öffentlichkeit. Drei Boxes Fakt: Spätestens, wenn wir die Erde verlassen müssen oder mit Außerirdischen in Konkurrenz treten, dann wird dies nur gelingen mit der Wahrheit. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnieren dieses Kanals. Vielen herzlichen Dank.